Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Dauntless-Video, meine lieben Freunde. Kurzer Hinweis am Rande, ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr am Ende des Videos Feedback in den Kommentaren da lasst und eine Bewertung. Und vor allen Dingen, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los, denn heute möchten wir uns die Warpike ein bisschen genauer anschauen. Und ich muss an der Stelle direkt erstmal am Anfang erwähnen, Leute, ich bin nicht der geborene Warpike-Spieler, deswegen verzeiht es mir, wenn ich die Warpike jetzt nicht perfekt gleich spiele. Aber der Build, den ich hier gespielt habe, der funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und ja, ich würde sagen, wir fangen damit erstmal an, dass wir den ganz kurz durchsprechen. Denn wir haben hier einmal die Hellion Warpike, für die habe ich mich entschieden. Bei der wir eine Zelle des Wutjägers und Zelle der Überwältigung drin haben. Somit kommen wir auf plus 6 Überwältigung und plus 3 Wutjäger. Dann habe ich den leichten Schaft genommen, weil ich diesen Sturmangriff gar nicht mal so schlecht finde. Damit kann man relativ schnell das Behemoth verwunden. Es gibt aber zwei Möglichkeiten, die Warpike zu spielen. Ich werde euch beide heute vorstellen. Und dann haben wir grausame Ursprung genommen, was auch nochmal dafür sorgt, dass wir eine Aura kriegen, die unsere Kritischtrefferchance erhöht, womit wir dann auch nochmal mehr Schaden machen. Dann haben wir hier den Hellplattenhelm, was uns plus 3 Wutjäger gibt. Das heißt, wir sind jetzt bei plus 6 Wutjäger. Dann haben wir eine Zelle der Gerissenheit drinne. Dann habe ich hier vom Quillshot die Brustplatte oder die Brustrüstung, also die Quillspike-Jacke. Die haben wir aus folgendem Grund. Wir haben plus 3 Grausamkeit und hier kommt auch noch eine Zelle plus 3 Grausamkeit rein. Das ist ganz wichtig, denn wie ihr ja wisst, mit der Warpike können wir verwunden und das ist super wichtig, denn plus 6 Grausamkeit macht, dass wir plus 100% mehr Schaden machen an verwundeten Stellen. Ganz wichtige Sache bei der Warpike. Sollte man auf jeden Fall spielen. Dann haben wir hier noch Zuflucht des Lichts, was uns nochmal plus 3 Leitung gibt und da ist auch nochmal eine plus 3 Zelle der Gerissenheit drin. Das heißt, wir haben jetzt Gerissenheit auf 6 und haben plus 3 Leitung. Dann habe ich die Schreiter des Rifts genommen, wo wir nochmal plus 3 Leitung haben, womit wir dann ordentlich Angriffsgeschwindigkeit mit unserer Laterne rausziehen können. Und dann haben wir eine Zelle der Kondition drin für ein bisschen mehr Ausdauer. Und ich habe mich hier für Dresks Auge entschieden, womit wir nochmal ein bisschen mehr Schaden machen. Und eine Zelle der ätherischen Regulation, damit wir unsere Laterne ein bisschen schneller aufladen können. Was natürlich unserer Leitungsfähigkeit zugute kommt. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt einmal den Rage-Tail-Gnäscher, auch wenn er so ein bisschen unangenehm ist, mit der Warpike zu spielen, wie ich finde. Trotzdem nehme ich ihn jetzt einfach mal, um euch zu demonstrieren, wie man am besten mit der ganzen Sache vorgeht. Also wichtig ist am Anfang, dass wir so schnell wie möglich viele Stellen des Behemoths verwunden, denn dann fangen wir an, richtig Schaden zu fahren, ja? Wir werden dann im zweiten Durchlauf einmal mit der anderen Skillung spielen, das heißt mit dem Schießen. Damit können wir ziemlich viel interrupten, was sich bei Behemoths wie zum Beispiel Shrike sehr bemerkbar macht. Deswegen werden wir gleich im zweiten Anlauf dann noch einmal gegen Shrike kämpfen. Und ich werde euch dann zeigen, wie die andere Variation der Warpike oder des Warpike-Builds gut funktioniert. Es gibt natürlich auch noch viele andere Builds, die man machen kann. Ich muss mit der Warpike aber ehrlich gesagt noch ein bisschen rumexperimentieren, bis ich da wirklich mehr als genug auf Lager habe, dass ich euch da so ein bisschen was, ja, demonstrieren kann. Ich will auf jeden Fall mal gucken, dass ich ein Build mit der Godhand mache, sobald die dann gehotfixt ist. Na, ganz kurz warten, das Matchmaking dauert ja immer was, wie ihr wisst, ne? Ich kann übrigens in der Zeit auch mal wieder die Facecam reinmachen. Dann ist das für euch ja, glaube ich, auch ein bisschen schöner hier. Moin. So, und dann gehen wir jetzt mal hier in den Fight rein. Ich hoffe, dass wir eine Karte kriegen, wo wir den Rage-Tail-Gnäscher relativ schnell finden. Das wäre natürlich sehr, sehr sick. Gucken wir mal. Was haben wir? Ah, okay, die ist gut. Er ist auch schon mal nicht auf der höchsten Position. Das ist sehr, sehr gut. Wie gesagt, also wichtig ist vor allen Dingen, ihr müsst versuchen, so schnell wie möglich das Behemoth zu verwunden am Anfang. Das ist immer eine ziemlich eklige Sache, die macht mir persönlich nicht so viel Spaß. Mir macht es dann mehr Spaß, wenn ich endlich durchbrezeln kann mit dem Ding und ordentlich Schaden machen. Aber gut, das muss halt so sein, ne? Die wird so gespielt und da muss man sich natürlich auch anpassen. Deswegen also zur Warpike gehört auf jeden Fall ein bisschen Übung dazu. Dann laufen wir jetzt direkt mal hier schnell hoch. Also hier ist er auf jeden Fall schon mal nicht, vielleicht ist er hier. Ich hoffe es, das wäre natürlich ganz nice. Nein, ist er nicht. Dann gehen wir auf die nächste Ebene, dann gucken wir, ob er da ist. Und wenn er da nicht ist, dann ist er safe auf der vorletzten. Ah, hier ist er aber. So, noch eben die Pflänzchen hier einsammeln, zack. Und dann gehen wir direkt hin. Wir holen jetzt schon unsere Warpike raus, gehen in den Ansturm und zack. Ja, ich weiß zwar nicht, warum der jetzt stehen geblieben ist, aber er ist einfach stehen geblieben. Ah. Wir können leider nicht so oft dieses Stechen einsetzen, das ist das Problem. Aber ihr könnt sehr viel mit dem Anstürmen arbeiten. Das macht auch Sinn, Leute. Benutzt wirklich viel das Anstürmen. Das ist eine wirklich schöne Sache. Damit kann man sehr schön
hier vor den Sachen weglaufen. Das ist ein bisschen wie so ein kleiner Zug. Ja, da müssen wir jetzt wegrollen. Können wir schon mal das Ansturmen ready machen. Dann laufen wir weg, kostet uns keine Ausdauer. Natürlich solltet ihr nicht entgegenlaufen, ja. So, der ICE kommt wieder ins Rollen hier. Auf geht's, zack. Und wieder den ECE machen hier, zack. Also ihr müsst wirklich versuchen, den so viel wie möglich damit zu verwunden. Das macht wirklich am meisten Sinn. Ihr seht ja, ihr macht direkt mit einem Stich dann irgendwie 400, 500 Wundschaden. Aber ihr seht schon, also das Ausweichen ist wirklich, ich finde es super anstrengend mit der Warpike. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Na, jetzt habe ich ihn aus Versehen unten am Bauch getroffen. Also ihr solltet auf jeden Fall nicht so viel durchstechen, weil sonst habt ihr das Problem, dass ihr echt meistens getroffen werdet. Ihr seht das ja, also meistens reicht es dann so für 4 kurze Stecher und dann war es das auch schon. Ah, jetzt setzt er das wieder ein. Und zack, wieder auf seinen Schwanz drauf hier. Bis jetzt haben wir noch keine Wunde zugefügt. Es dauert halt, ne, muss man ein bisschen Geduld haben. Ah, da hat er jetzt schon eine auf der Seite. So, der Schwanz ist jetzt auch verwundet, das ist gut. Ah, komm, dann versuchen wir jetzt noch das andere Bein zu treffen. Das war jetzt eigentlich meine Idee. Das Problem ist, der dreht sich immer so, dass ich da nicht drankomme. Dann gehen wir auf seinen Kopf. Boah, jetzt hat er mich schon wieder erwischt. Also, das ist echt übel auszuweichen jedes Mal. Da trifft er mich nahezu immer mit. Autsch. Ah, kurz einen Heiltrank reinschmeißen hier. Komm. So, wieder das Ansturm reinsetzen hier, zack. Ah, komm schon. Ich will jetzt deinen Kopf auch noch verwunden. Das hat sich natürlich jetzt nicht gelohnt, die reinzuladen, ne? Also wie gesagt, das ist wirklich, ich finde, das ist so ein langsames Gameplay. Also macht mir gar keinen Spaß, die Warpike. Vielleicht spiele ich sie auch einfach nur falsch, aber ich denke nicht. Ich finde wirklich, mir ist das ein bisschen zu langsam. Ah, so. Wir müssen auch gucken, dass wir die jetzt möglichst aufgeladen bekommen gleich mal. Sonst fahren wir keinen Damage. Das ist das Problem. Jetzt kommt ja natürlich erstmal der Klatscher. Da müssen wir jetzt warten, bis er damit vorbei ist. So, jetzt. So, jetzt ist hier verwundet. Da seht ihr das auch schon. Da machen wir jetzt ordentlich Damage mit der Warpike, ne? Ah, das ist das Problem wieder. Mal ganz kurz aufpassen hier. Zack. Und wieder rangehen hier. So, den haben wir jetzt ab. Ich lade das jetzt mal trotzdem rein und setze mal den Buff ein. Ah, das hat sich natürlich jetzt nicht so viel gelohnt, weil jetzt in dem Moment setzt er jetzt die Fähigkeit wieder ein hier. Zack, gehen wir ran. Jetzt ist natürlich ein guter Moment, wo wir wirklich viel bei ihm an Schaden anrichten können. Das heißt, wir setzen jetzt hier unseren ganzen Stuff ein. So, jetzt haben wir ihn gleich im Stagger. Nachladen und die Fähigkeit direkt wieder benutzen hier. Also ihr seht, ne, ihr müsst einmal so richtig zum Zug kommen und dann kommt auch der Damage, ne? Aber ich muss dieses, dass sich das aufbaut, das muss ich noch irgendwie ein bisschen verbessern. Wenn ihr da Tipps habt, könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich muss jetzt, wie gesagt, an der Stelle sagen, ich bin jetzt wirklich nicht der geborene Warpike-Spieler. Also wenn ihr da Tricks oder so habt, wie ich das ein bisschen schneller hinkriege oder was ich noch besser machen kann, könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da so ein bisschen Ahnung von habt. So, und jetzt zeige ich euch mal die zweite Variante, die wir spielen können. Und zwar können wir nämlich hier den Schuss reinnehmen, erschütternde Ladung, ja. Und dann nehme ich meistens noch mit rein Munitionsapplikator. Ich finde den, also so das Ganze zu spielen, also den Bild finde ich persönlich ein bisschen angenehmer. Da machen wir jetzt auch mal Shrike schnell. Also wir nehmen uns mal hier die Moonreaver Shrike. Da komme ich nämlich ein bisschen besser mit klar, muss ich gestehen. Aber auch jetzt nicht so ultra krass viel besser. Also ich finde es gut, dass man interrupten kann. Da hat man ein bisschen mehr Zeitfenster. Aber was mich bei der ganzen Sache hier stört, vor allen Dingen mit dem Buff, ist, man macht wirklich erst Schaden, wenn man richtig zum Zug kommt. Ich weiß nicht, vielleicht muss man erstmal versuchen, das Behemoth zu staggern oder so. Ich weiß es nicht. Und dann verwunden.
Keine Ahnung, was ich da an der Stelle verkehrt mache. Aber ich komme mit dem Bild hier persönlich besser klar. Also den habe ich am meisten gespielt. Da kann man auch schon ordentlich Schaden mitmachen. Wenn man so eine verwundete Stelle trifft, dann haut man gut und gerne auch mal einen 7000er Crit raus. Wenn alles mit rein proggt. So, jetzt muss man ganz kurz warten, bis hier Moonweaver Shrike endlich gefunden wurde. Und dann können wir auf die Jagd gehen. Also, Moonweaver Shrike ist auf jeden Fall definitiv einfacher mit dem Bild. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit zu interrupten und das solltet ihr natürlich dann auch nutzen an der Stelle. Werde ich euch auch gleich mal demonstrieren. Also wir können die nahezu jedes Mal, wenn sie fliegt, können wir sie abschießen, sodass wir da gar keine Probleme mehr haben. Also für Leute, die Probleme mit Shrike haben, die Warpike ist auf jeden Fall eine sehr effektive Waffe gegen die Shrike. Vielleicht ist die Warpike auch nicht unbedingt die beste Waffe für einen Rage-Tail-Gnächer. Das kann natürlich auch sein. Also es gibt Behemoths, die lassen sich mit der Warpike echt gut spielen, wie zum Beispiel auch der Riftstalker. Ich finde persönlich, der Riftstalker ist mit der Warpike einfacher als wie mit dem Hammer, weil das Interrupten auch einfacher ist mit der Warpike. Aber ich finde zum Beispiel, der Rage-Tail-Gnächer ist ein Behemoth, was mit der Warpike eklig zu spielen ist. Weiß ich nicht. So, dann gucken wir jetzt mal. Das Gute ist, wir können jetzt unsere Munition einfach immer schnell reinballern in die Warpike, weil die wertet sich von alleine mit der Zeit auf durch unseren Perk, den wir mit reingenommen haben. Na, komm, lauf. Lauf, 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 lauf. Na, wo haben wir unsere Shrike? Ja, hier ist sie nicht. Vielleicht haben wir Glück und sie ist jetzt hier auch wieder auf der Ebene oben, da wo eben der Rage-Tail-Gnächer war. Schauen wir mal. Ah, nee, da ist sie nicht. Dann ist sie vielleicht, wenn wir Glück haben, oben auf der freien Fläche. Das wäre natürlich sehr schön, also auf der geraden. Ja, da ist sie sogar. Sehr schön. So, direkt laden. Anlegen. Und schießen. Und da, zack, ist sie schon direkt interrupted, ja? Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, nämlich... Jetzt könnt ihr richtig schön euren Stechangriff benutzen. Und das ist das Geile, finde ich persönlich. Ja, jetzt hätte ich direkt wieder schießen müssen. Aber das ist immer so eine Schätzungssache. So, wichtig ist jetzt hier drunter durchrollen. Dann trifft ihr euch auch nicht. Dann könnt ihr direkt... Ja, wieder... zustechen. Na, der Flügelschlag ist ein bisschen übel, finde ich. Nachladen, anlegen... schießen. Zack. Und wir können direkt wieder hier anfangen, drauf einzustechen. Drunter durchrollen, nachladen. Ah, das sollte mich natürlich nicht treffen. So, wichtig ist immer, wenn ihr anlegt zum Schießen und die nicht fliegt, da macht ihr einfach eine Rolle, da cancelt ihr quasi den Schuss mit. Das ist auch eine gute Sache. So, jetzt wird die auf jeden Fall hundertprozentig gleich fliegen. Aua, da sollte man sich natürlich nicht von treffen lassen, Kevin. Zack. Haben wir sie direkt am Kopf getroffen, hat sie auch noch einen 3000er kassiert, ne? Das schmeckt auf jeden Fall. Und nochmal getroffen und nochmal 3000. So, und jetzt können wir hier mit drauf mal einschlagen. Da seht ihr schon, da kommt echt ordentlich Damage rüber. Also ich kriege den Bild persönlich besser gespielt. Und ich finde, bei so Behemoths wie der Shrike, da funktioniert das echt gut. Ne? Also ihr seht, die kriegt man echt gut auseinandergenommen. Ich habe echt mit dem anderen Bild einfach nur so meine Probleme. Vielleicht ist das einfach nur nicht meine Spielweise oder so. Vielleicht besitze ich dafür nicht die nötige Ausdauer, die man haben sollte. Ich habe keine Ahnung. Ah, da sollte ich drunter durchrollen. So. Na, kommst du angeflogen? Nee, ne? Dann schießen wir nochmal. Oh. Zack, da haben wir das Teil auch noch gebrochen. Und jetzt können wir nochmal hier schön durchziehen mit dem Damage. Und da liegt sie auch schon. So einfach geht's. Also ihr seht, ne, das ist eigentlich relativ gut zu spielen, finde ich. Sowas wie die Shrike ist super easy mit dem Bild. Aber ich weiß nicht, warum der Rage-Tail-Gnächer so anstrengend ist. Vielleicht ist er einfach wirklich ein Behemoth, was nicht so gut für die Warpike ist. Okay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Vielleicht habt ihr auch Tipps, wie ich die erste Variante vielleicht etwas effektiver spielen kann. Es ist nicht meine, muss ich ehrlich sagen, momentan meine Art zu spielen, so wie der erste Bild ist. Deswegen, ich finde den hier persönlich besser mit dem Schießen. Damit kam ich sehr gut klar. Und ansonsten, ja,
Könnt ihr natürlich gerne, wenn ihr Änderungen für den Bild habt oder Verbesserungen, mir die auch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vergesst auf jeden Fall nicht, Feedback und eine Bewertung dazulassen. Und auf jeden Fall immer dran denken, Glocke an Ehrenmann und ein Abo dalassen, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt von meinen Videos. Und natürlich Dankeschön an alle, die den Creator-Code immer schön benutzen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.